So, hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich mit Krypto-Trading zu tun hat. Du siehst, wir traden bei 37.710 US-Dollar. Unsere Trades sind weiterhin massiv im Profit, nämlich mit knapp 25.000 Dollar sind wir hier fast in dem Profit. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Für mich gibt es weiterhin keinen Grund, diese Trades zu schließen. Ich werde dir heute ein ganz ausführliches Update geben, einmal zu Bitcoin und natürlich zu Ethereum. Und heute Abend ist um 20 Uhr wieder fetter Livestream hier auf diesem Kanal, deshalb schau da gerne rein. Wir werden heute Abend auf jeden Fall Q&A machen und wir werden uns viele Altcoins anschauen, auch natürlich Bitcoin Live-Analyse machen, vielleicht auch Live-Trading, wenn sich das Ganze ergibt. Deshalb schau gerne heute Abend vorbei, würde mich sehr drüber freuen. In diesem Sinne, starten wir rein nach dem Intro. Let's go! Gut. Also Leute, ich bin wieder einigermaßen fit. Ihr seht's und ihr hört's wahrscheinlich auch. Ja, ich habe jetzt nochmal 2-3 Tage gebraucht. Femex war jetzt auch hier in Dubai und ich war viel mit der Femex Exchange unterwegs. War auf jeden Fall eine coole Sache. Aber jetzt will ich euch natürlich drauf updaten, was jetzt hier heute passieren kann, was passiert ist. Also, zum einen schauen wir uns das natürlich jetzt erstmal an. Wir haben ein neues Jahreshoch. Yippie-yay! Ja, alle mal den Like-Button hier reinballern. Das heißt, wir haben ein neues Jahreshoch reingekriegt, wie wir das Ganze aber auch erwartet hatten. Denn ich habe euch ja auch gesagt, du erinnerst dich wahrscheinlich hier in diesem Bereich, habe ich davon auch gesprochen und habe gesagt, ja, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir weiter nach oben gehen. Es gibt für Bitcoin im Moment keinen Grund, hier nach unten hin abzufallen und unter 35.000 Dollar hier runter zu dippen. Deshalb, ich sage es immer wieder, es ist erst eine Umstellung und ein Bruch des Aufwärtstrends, wenn wir unter 35.000 Dollar fallen. Ja, nichts anderes. Das heißt, wenn wir unter 35.000 fallen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir nochmal weiter nach unten gehen, dass wir einen Trendumbruch haben, also eine Trendumkehr vom sehr bullischen Bereich in den bärischen Bereich. Und dann heißt es auf jeden Fall Profite realisieren, Long Trades absichern und schauen, wo wir dann wieder neue Long Positionen aufmachen können bzw. einsteigen können. Jetzt seht ihr auch nochmal was ganz Gutes und zwar der 200er EMA auf dem 4-Stunden-Chart ist jetzt genau auf unsere 35.200 Dollar hier hochgewandert, genau nämlich auf diesen Punkt hier. Das war nämlich zum einen einmal dieses Hoch, dann war das hier nochmal das Hoch, sehr, sehr starker Widerstand, nochmal sehr starker Widerstand und das Ganze ist jetzt hier auch nochmal zu Support geworden. Das heißt, die 35.280 ist ein sehr, sehr wichtiges Level, bevor wir hier nochmal tiefer fallen würden. Ja, das heißt für uns nichts anderes. Solange wir hier in dieser Zone bleiben und Freunde, diese Zone ist halt wirklich sehr, sehr groß. Ja, man kann eigentlich sagen, eine 3.000-Dollar-Range. Solange wir hier drin bleiben, ist alles tiefenentspannt. Ja? Ich gehe weiterhin davon aus, dass Bitcoin weiterhin immer noch die 40.000-Dollar-Marke hier oben sehen will und die Imbalance hier aus dem Chart raushaben will. Warum sage ich das? Ganz einfach. Wenn wir uns nämlich jetzt auf dem 4-Stunden-Chart das nochmal ein bisschen näher anschauen, dann seht ihr, dass wir mit zwei sehr, sehr starken Vector-Candles den Ausbruch nach oben gewagt haben. Das waren dann hier nochmal knappe, was waren das? Knapp 1.000 US-Dollar in kürzester der Zeit, ja, wo wir dann nach oben gestiegen sind, neues Jahreshoch gemacht und das ist dann aber auch völlig normal. Warum? Immer wenn wir ein neues Jahreshoch machen, werden wir abverkauft. Ja, das war jetzt zum Beispiel auch hier. Ja, das war unser erstes neues Jahreshoch. Was passiert? Wir werden abverkauft, Seitwärtsphase, Bitcoin sammelt sich, wir machen ein neues Jahreshoch, werden abverkauft, Seitwärtsphase, Bitcoin sammelt sich, neues Jahreshoch, Seitwärtsphase, abverkauft, Bitcoin sammelt sich und genau dasselbe passiert jetzt auch wieder. Das bedeutet, wir haben ein neues Jahreshoch gemacht, wir werden abverkauft, Bitcoin sammelt sich, ist in einer sehr, sehr engen und kleinen Range. Die Range ist jetzt hier knappe 245 Dollar groß, nicht allzu viel, muss man auch dazu sagen, aber die EMAs, die geben uns schon wieder sehr, sehr starken Support. Das siehst du vor allem jetzt hier, 13er EMA Support, nochmal Support, nochmal Support, unter uns der 20er, dann hier der 50er, hier unten der 100er. Also du siehst, da ist auf jeden Fall jetzt hier unter uns sehr, sehr starker Support an Gange, vor allem dann natürlich auch der 20er EMA. Bedeutet kurzfristig gesehen, gehe ich davon aus, dass spätestens bei 37.580 Dollar so in diesem Bereich hier erstmal Feierabend ist und wir dann wieder gut aufgekauft werden. Denkt auch dran, heute ist Sonntag, okay? Das heißt, Sonntag 22, 23 Uhr, da kann durchaus wieder Volatilität reinkommen, weil es dann zu unserem Wochenschluss geht und die Market Maker dann immer sehr, sehr gerne immer noch ein bisschen mit der Volatilität spielen. Schauen wir uns kurz die Indikatoren an. Indikatorenmäßig MACD, du siehst sie unten auch nochmal ganz gut, geht jetzt hier ins Negative. Wir haben hier nämlich ein bärisches
Fingers crossed nochmal an dieser Stelle jetzt hier gehabt. Das heißt, das ist natürlich jetzt erstmal ein negatives Zeichen, aber es ist Wochenende, würde ich jetzt nicht allzu viel drauf geben. Das Momentum ist auch wirklich sehr, sehr gering und ihr seht es auch am Volumen. Beim Volumen passiert hier überhaupt nichts. Unser RSI, also unser relative Stärkeindex, der uns natürlich immer anzeigt, ob wir überkauft oder überverkauft sind, wandert auch wieder langsam Richtung 50-Punkte-Marke runter. Also auch hier Richtung 55 sind wir jetzt gerade im Moment. Also auf 50 Punkte kann ich mir sehr gut wieder vorstellen. Und dann sind wir auch wieder in der Mitte, okay? Also was die Indikatoren angeht, Freunde, ist es jetzt nicht so, als würden die Indikatoren uns jetzt sagen, boah, jetzt kriegen wir mal eine Korrektur rein, die mindestens 5000 Dollar hoch ist. Ja, also im Moment sieht es alles andere als nach dem wirklich aus. Deshalb würde ich jetzt sagen, switchen wir auf jeden Fall auf den 15-Minuten-Chart, denn für euch Daytrader schauen wir uns mal die Psi-High- und Psi-Low-Level an, die werden jetzt hier auch gebildet, deshalb switchen wir einfach mal rum auf den 15-Minuten-Chart. Let's go. So, also wir sind auf dem 15-Minuten-Chart. Bevor wir jetzt hier reingehen, will ich dich noch auf was aufmerksam machen. Und zwar, schau doch gerne mal bei Discord bei uns vorbei. Und zwar haben wir hier einen kostenlosen Discord-Server, wo du dich austauschen kannst, mit den anderen Chart-Analyse machen kannst. Also wirklich ein sehr, sehr geiles Community-Board. Hier sind mehr als 6000 Member hier mit am Start. Deshalb komm da gerne rein. Link findest du im angepinnten Kommentar und jeweils in der Videobeschreibung. Also eine ganz coole Sache. Deshalb, wenn du eine Trading-Community suchst und dich mit anderen austauschen willst zu Bitcoin, zu Altcoins, allgemein zum Thema Trading, dann bist du hier genau richtig. Jetzt gehen wir aber hier rein, schauen uns das Ganze auf 15-Minuten-Chart an und du siehst, es ist eine typische Bewegung am Wochenende und zwar ist es nämlich nichts anderes als eine Range-Bewegung wirklich von unseren Support-Leveln zu unseren Widerstandsleveln. Das ist nämlich das, was hier im Moment reinkommt, okay? Das bedeutet für uns nichts anderes, wir laufen hier oben immer sehr, sehr stark auf den Widerstand rauf, werden rejected, wir kriegen Support, werden dann hier wieder nach oben gespült, dann hier wieder dasselbe, werden wieder rejected, ja, und so geht es die ganze Zeit, jetzt eigentlich seit, ja, dem Wochenende jetzt hier hin und her. Das bedeutet für uns, unsere Psi-High- und Psi-Low-Range an dieser Stelle ist jetzt so, dass wir genau jetzt hier diese geformt haben und zwar 148 Dollar. Das ist halt nicht viel, ja, muss man echt dazu sagen. Das bedeutet für uns, für den heutigen Tag und natürlich dann auch für den Anfang und den Start der nächsten Woche, sind unsere Psi-High- und Psi-Low-Levels sehr, sehr wichtig. Bedeutet für uns nichts anderes. Dieses Level, einmal Psi-Low, das liegt bei 37.662 US-Dollar und unser Psi-High, das liegt bei 37.810 US-Dollar. Das sind für uns die Widerstände und die wichtigen Support-Level kurzfristig gesehen für euch Daytrader auf den 15-Minuten-Chart, okay? Heißt für uns, ihr seht hier, wir werden hier wieder abgelehnt. Daily Open war auch eigentlich sehr, sehr starker Widerstand für den heutigen Tag. Pivot Point ist über uns, alle wichtigen EMAs sind über uns. Unter uns dann hier noch eine kleine Vektorkerze mit unserem M2-Level und dem 200er EMA. Bedeutet für mich nichts anderes. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens hier wieder sehr, sehr guten Support reinkriegen und dann muss das Ganze halten. Wir dürfen hier nicht runterfallen, weil sonst ist der nächste kleinere Support für euch Daytrader einmal dieses Level, knappe 37.600 bis 37.590 sowas. Ja, ist nämlich dann hier unten auch nochmal dieses Tief, was dann auch nochmal wichtig wird. Also das ist so kurzfristig gesehen sozusagen nochmal ein ganz guter Support. Natürlich nach oben hin, ja, gibt es auch keine Grenzen. Bedeutet, wenn wir wieder über die 37.8 bzw. 37.9 kommen, wenn wir hier drüber kommen, über diese Hochs, da müssen wir ganz klar davon ausgehen, dass wir hier früher oder später sehr, sehr schnell versuchen werden, wieder unser neues Jahreshoch hier oben abzuholen. Ja? Und das liegt halt im Moment, du siehst es, bei 38.414 US-Dollar an dieser Stelle. Sonst charttechnisch, beziehungsweise hier unten indikatorentechnisch, kurzfristig gesehen, ja, du siehst es jetzt hier, hat man auch auf dem 4-Stunden-Chart gesehen, dass es hier der MACD ein bisschen bearish jetzt hier cross und nach unten geht. Volumen weiterhin massiv gering. RSI hier unten bei 37 Punkte, also auch nicht großartig die Welt. Bedeutet für uns jetzt nichts anderes, dass ich erstmal davon ausgehe, ah, schaut euch an, was wir gerade eben gemacht haben. Kurzer Weg hier unten gerade rein, also das muss jetzt auf jeden Fall erstmal halten. Dann würde ich sagen, gehen wir rein auf den Ethereum-Chart, denn Ethereum hat ein bisschen besser performt. By the way, es gibt noch hier eine geile Black-Friday-Aktion dann hier bei TradingView, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Auch Link findest du hier unten in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, das heißt, wenn du da dir eh schon mal einen Zugang holen wolltest, schau da gerne mal rein. Jetzt schauen wir uns aber Ethereum an. Und Freunde, also
Ethereum läuft perfekt nach der Analyse, die wir uns schon seit Tagen und Wochen eigentlich angucken. Ja. Sehr, sehr starker Pump, schöner Retrace, jetzt geht es hier wieder oben rein. Jetzt müssen wir nur auf ein was aufpassen, und zwar nämlich auf ein mögliches Double Top. Das Double Top darf jetzt nicht reinkommen. Wenn das nämlich reinkommen sollte, dann wird es echt ungemütlich, weil ein technisches Preisziel von diesem ganzen Ding können wir uns nämlich auch nochmal anschauen. Und das ist schon wieder lustig, ja, wäre genau hier unten bei unserer Vector Candle bei 1663 US-Dollar. Also das wäre das technische Preisziel von einem Breakout nach unten, von einer Trendumkehr von Ethereum. Ist natürlich dann auch erstmal so zu sehen, dass wenn Bitcoin sehr, sehr stark nach oben steigen sollte oder wieder ein neues Jahreshoch macht, dann werden natürlich die Altcoins alle mitziehen. Die Altcoins werden mitziehen, es wird Ethereum mitziehen, ja, und Bitcoin natürlich dann sowieso, und deshalb profitieren so ein bisschen die Altcoins im Moment von der guten Bewegung, was Bitcoin jetzt hier gemacht hat. Aber ihr seht es jetzt auch, ja, wir wurden sehr, sehr stark hier abgelehnt, und zwar genau eigentlich bei diesem Hoch. Kann man sich auch nochmal eine kleine Linie hier einzeichnen, ne? Ist jetzt hier auch nochmal ganz schön, sogar wenn man hier oben reingeht, haben nur ein paar Cent eigentlich gefehlt. Also ihr seht, das ist jetzt auf jeden Fall was, wo man ein bisschen im Auge behalten sollte. Dann im 4-Stunden-Chart gehen wir auch noch rein. Schauen uns das Ganze noch auf dem 4-Stunden-Chart an. Da sieht es im Moment eigentlich sehr ähnlich aus wie bei Bitcoin. Das heißt, wir sind hier stark angestiegen. Jetzt sind wir in der Konsolidierungsphase hier drin. Und unser 20er EMA gibt uns an dieser Stelle wunderschönen Support. Auch hier sieht man es nochmal ganz schön. Wir hatten uns ja diesen Downtrend hier eingezeichnet, sind nach oben ausgebrochen. Schönes Retrace von diesem ganzen höheres Hoch gemacht. 20er EMA Support, was will man mehr? Also das sieht bei Ethereum auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Was man auch sehen konnte jetzt in den letzten Tagen war, dass Ethereum Prozent ein bisschen besser performt hat, als dass es Bitcoin getan hat. Also da auch wirklich eine sehr, sehr spannende und interessante Sache. Ja, also wollte ich euch nochmal mitgeben. Dann schauen wir uns noch die Liquidität an, wie es da im Moment aussieht. Und zwar bei der Liquidität ist es im Moment so, schaut euch mal an, Freunde, was da reingekommen ist. Bei 38,5 liegen 365 Bitcoin direkt über uns eigentlich. Also fast ein Geschenk für die Market Maker, will man schon fast meinen. Unter uns geht es dann aber schon weiter. Ja, 36,5, 200 Coins, dann geht es hier runter auf 36.211, 35.229, dann 33.000, hier unten 383. Also ihr seht, da wird es auf jeden Fall spannend werden, und auch hier oben, ja, hier liegen weiterhin bei diesen, also ich weiß nicht, was derjenige sich dabei gedacht hat, aber gut, ja, da liegen auf jeden Fall im Abstand von 25 Dollar auch ein paar hundert Stück. Also ihr seht schon, die Liquidität, sie ist auf jeden Fall am Start und sie ist auf jeden Fall da, ja, und das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Denn die Market Maker brauchen die Liquidität, um dementsprechend wieder frisches und neues Geld in den Markt halt reinzuholen. Und das kriegen sie nur, wenn Leute kaufen oder verkaufen möchten. Da möchte ich dir noch auf was aufmerksam machen. Und zwar kannst du dich natürlich sehr, sehr gerne hier einmal bei Femex oder dann auch bei BitGet registrieren. Links findest du unten in der Videobeschreibung. Ist ein Affiliate-Link. Somit unterstützt du diesen Kanal, dass jeden Tag dann dementsprechend auch ein Video dann für dich online kommt. Denn dieser Kanal beschäftigt sich halt wirklich hauptsächlich mit dem Thema Trading. Das heißt, es bringt für dich nichts, wenn ich dir irgendwelche On-Chain-Daten zeige. Ja, weil danach kannst du nicht traden. Danach kannst du nicht dein HODL-Port bzw. dein Trading-Portfolio aufbauen. Und wir sind auf diesem Kanal Trader. Ja, das heißt, wir wollen unser Portfolio stetig, am besten jeden Tag, immer weiter nach vorne bringen, weiter nach oben bringen und dann hier wunderschön diese Volatilität ausnutzen, die uns einfach Bitcoin in den letzten Tagen und Wochen bringt. Deshalb melde dich gerne an. Bei Femex gibt es dann noch 10% Handelsgebühren sparen und du kommst in den Lostopf für 1000 USDT an Trading-Bonus. Also auch noch eine ganz geile Sache. Deshalb, wenn du Bock drauf hast, schau da unten auf jeden Fall gerne mal rein in die Videobeschreibung. Und ganz wichtig, am 30. also in 4 Tagen listet Femex seinen eigenen Token. Und Freunde, da geht es richtig ab. Das heißt, ihr könnt weiterhin jetzt hier euch immer noch anmelden, und währenddessen ihr tradet, könnt ihr, je nachdem wie viel ihr tradet, auch noch PT-Token abstauben, und das vor Umme. Also eine ganz geile Sache. Deshalb nutzt es aus, solange es noch geht. Ja, bis zum 30. habt ihr hier noch die Möglichkeit. Und wie gesagt, meine Trades bleiben erstmal hier weiterhin offen. In diesem Sinne, genug gelabert. Heute Abend hören wir und sehen wir uns um 20 Uhr. Deutscher Zeit, nee, wir machen es anders. 19 Uhr deutscher Zeit, genau, wegen Zeitverschiebung, Freunde. Wir machen die Livestreams jetzt immer um 19 Uhr. Das heißt, 19 Uhr heute Abend. Würde mich sehr freuen, wenn ihr alle dabei seid. Und dann hören wir uns heute Abend. Ich wünsche euch und dir ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Sonntag mit euren Familien, und dann hören wir uns heute Abend. Hau rein, bis dann, dein Basti. Ciao, ciao.